Grüße, na, hallo, oder wie, oder was, ist denn da los bei euch? Warum seid ihr schöne Wörter hier? Ibims, gleich zu Beginn, bevor ich anfange, euch wieder total voll zu labern, nochmal die Erinnerung, 9. November 2024, ab 19 Uhr, Verlosung des Gewinnspiel-Trabanten aus der vorangegangenen Videoreihe dazu. Kurze Erinnerung, um dieses Fahrzeug dreht sich's. Dementsprechend nicht verpassen, ob ihr mitgemacht habt oder nicht. Wie gesagt, machen wir mit dem kleinen Livestream hier vor Ort. Vielleicht auch mit einer kleinen Fragerunde vorweg oder so. Ja, kein Plan, weiß ich noch nicht. Mach ich Freestyle live. Süßes. Na gut, ihr wisst erstmal nochmal Bescheid. Das habe ich jetzt gemacht. Wir wollen heute aber wieder eins machen. Und zwar diesen schönen Waren weiter bearbeiten. Da habe ich tatsächlich schon mal angefangen und will euch kurz das Ergebnis zeigen. Zum einen ist diese wunderschöne Leiste hier oben wieder drauf. Wir sehen, dass dieses Schloss jetzt tatsächlich auch funktioniert. Und eine wunderschöne neue Türverkleidung hier dran ist. Mit entsprechenden Hebelagen hier. Ich weiß, das steht ursprünglich, glaube ich, irgendwie hier so oben. Ich fand das aber so irgendwie schicker. Deswegen habe ich das erstmal so gemacht. Selbes Bild, meine lieben Freunde, befindet sich im Funkbereich des Fahrzeuges. Auch hier haben wir diese neue Schalter, diese neue Griffkombination hier bearbeitet. Unter anderem mit Autosol hier in das Fahrzeug installiert. Und außerdem habe ich den Sitzbezug endlich mal abgezerrt, der hier drüber war. Wie Sie sehen, verbirgt sich hier eine wunderschöne neue Sitzbank drunter. Das Blöde an der ganzen Geschichte ist, dass hier kein Bezug drüber ist und ich entsprechend hier nicht runterziehen kann. Wie jetzt, sagen wir mal, hier vorne auch. Ja, das ist, wie gesagt, ein bisschen blöd. Das werden wir mal versuchen, irgendwie ein bisschen sauber zu kriegen. Ob uns das gelingt, werden wir sehen. Wenn nicht, ist auch noch so. Ansonsten habe ich ja hier diesen wunderschönen Spielteppich hier noch drinnen liegen. Das haben sie bestimmt irgendwie vor einer Treppe mal rausgeschnitten oder was hier von Helmer. Keine Ahnung. Jedenfalls sieht das irgendwie nicht so ganz aus. Den werde ich auf jeden Fall nochmal tauschen, dass das auch irgendwie nochmal ein bisschen frisch wird und so. Da ja, sehe ich jetzt die ganze Geschichte noch nicht so ganz da drinnen liegen, so wie sie jetzt ist. Ja, also auch hier vorne diesen Yummy-Matten-Verschnitt, der da irgendwie drinnen ist. Was ist? Ne, können wir nicht so lassen. Ich bleibe auch nochmal dabei. Wir können hier nicht wirklich das Teil hier von A bis Z wirklich durchballern. Ja, ich zeige euch gleich, was ich meine damit. Weil jetzt könnten ja noch welche auf die Idee kommen und sagen, na, warum machst du denn da hier hinten C-Säule unten nicht? Oder hier hinten diese Geschichte oder den Himmel oder was weiß ich was. Das ist halt alles hier in die Scheimrahmen mit eingeklebt und gemacht und getan. Die jetzt irgendwie alle noch da rausballern. Also nee, dass man sowas, was jetzt offensichtlich ist, entsprechend tauscht, weil wir hatten es ja versucht sauber zu machen, aber es geht ja nicht, also zumindest nur bedingt. Ihr seht es hier, das ist ja soweit klar, denke ich, aber hier so wirklich, wie gesagt, bis ins Letzte rein, ne. Auf jeden Fall hatte ich mir nämlich so gedacht, dass, oder beim Schrauben habe ich mir so gedacht, als ich diese Türverkleidung hier reingemacht habe, eigentlich muss ich euch das nochmal zeigen, wie das funktioniert, damit ihr später mal nicht verzweifelt. Weil ich habe gestern schon zu meiner Freundin gesagt, die zwei Türpappen da reinzirkeln mit den ganzen Leisten, alles wieder schick schön dran machen und so, hat ungefähr genauso lange gedauert, wie den kompletten Motor da rauszubauen. Ja, also das ist irgendwie, ihr fühlt ja nicht so meine Arbeit.
aber sie muss ja halt gemacht werden, wa? So, und ich dachte mir, wie gesagt, zumindest für die erste Reihe hier zu dem Thema, nehmen wir das nochmal auf jeden Fall auf. Das Schloss da jetzt irgendwie reinzukriegen, das war kein Akt tatsächlich. Da zeige ich euch aber gleich auch nochmal einen Trick dazu. Und ich denke mir mal, auch hier beim Heckklappenschloss, weil es ist zwar drinne, ja, aber ich kriege es nicht auf. Ich habe dann Kofferraum zugemacht und so. Und irgendwie, naja, es geht halt einfach nicht auf. So, ich vermute, dass ich halt das falsche Schloss da reingebaut habe, also quasi vom Tankdeckel das da drin habe und der quasi ja nicht irgendwie die Falle irgendwie da aufmacht oder was oder wie. Keine Ahnung. Auf jeden Fall will ich euch das nochmal zeigen, auch dann für einen Tankdeckel, damit euch das sozusagen erspart bleibt später mal. Auch wie gesagt, wie ich diese Verkleidung hier dran zirkle, beziehungsweise wie ich denke, dass das funktioniert und was man halt dafür braucht. Auch da war ich nämlich ein bisschen im Irrglauben, dass man diese Spangen vom 353 auch nehmen kann für diese Geschichte. Auch dem ist selbstverständlich nicht so. Und genau, da dachte ich mir halt, für diejenigen, die vor dem gleichen Thema stehen, egal ob beim 311er oder 312er, zeige ich das auf jeden Fall nochmal. Ich wollte auch schon mal ganzen Embleme und sowas abbauen, habe davon aber tatsächlich Abstand genommen, weil an manchen sind noch so kleine Schraubgeschichten dran, bei manchen fehlen sie schon. Ich habe einfach Angst, dass wenn wir die ganze Thematik hier irgendwie abmachen, dass wir da mehr Schaden machen als alles andere. Ich hoffe, mein Polierer des Vertrauens wird es mir irgendwie verzeihen, die ganze Geschichte. Ja, so, alles klar, ne, das nur mal so als kurzes Vorgeplänkel. Wir gucken einfach mal, wo da der Hase jetzt hier am Pfefferlicht und so weiter. Auf jeden Fall wollte ich euch das auch nochmal zeigen, wie sexy das einfach aussieht hier hinten mit diesem kleinen Ausstellfenster. Also, das ist wirklich eine richtig, richtig coole Geschichte irgendwie. Gefällt mir tatsächlich echt gut. Bei der Montage tatsächlich dieses Türgriffes, also es spielt dann am Ende keine Rolle, ob Fahrer- oder Beifahrertür, ist einfach nur wichtig zu wissen, dass ja diese kleine Feder hier oder diese kleine Spange, man kann die hier bewegen, in der Tür sozusagen hinter so ein Blech geklemmt wird. So, und das ganze Problem ist ja, dass du den Griff, wenn hier jetzt die Tür ist, so nicht reindrehen kannst, sondern theoretisch so. Und dafür steht diese Spange hier falsch. Die müsste quasi hier stehen, damit du das schön einfädeln kannst. Dann kommt die Spange zurück und dann kannst du den Bolzen einfädeln. Ich habe das so gemacht, ich habe einen dünnen Kabelbinder genommen. Also ich habe das hier hochgedrückt, habe Kabelbinder genommen und habe das Ganze hier hinter dann einmal fest verkabelbindert, abgeschnitten, dann kannst du es schön reinfädeln und dann schneidest du von außen, weil du siehst den ja dann hier, den Kabelbinder ab, das Ding schnippst zurück und der Griff sitzt fest erstmal da drinnen, wo er hin soll. Das vielleicht so ein bisschen als kleiner Lifehack zu der Geschichte hier und vielleicht hilft das ja schon mal jemandem. So, und dann habe ich versucht, die Pappen mit den, also es sind ja Nachbaupappen jetzt hier, mit den vorgesehenen Haltelöchern sozusagen, so zu verwenden, dass eben die 353 Spangen, sage ich jetzt mal, oder die Klipse vielleicht funktionieren. Das ist aber definitiv nicht so, weil dafür die Bohrungen in der Tür die verkehrten sind. Dann hatte ich hier noch so ein paar bei mir im Lager gefunden. Die sehen ja, sage ich jetzt mal, so ähnlich aus wie die Originalen, aber das muss ungefähr, die Spange muss ungefähr hier so ein bisschen außermittig sitzen und deswegen hat das überhaupt nicht funktioniert. So. Und in den beiden waren die ganzen Klammern sozusagen noch drinne und in den anderen beiden tatsächlich nicht. Und ja, weil dann hätte ich quasi gesehen, dass die entsprechend etwas anders aussehen. Natürlich habe ich für die Seite die alten wieder verwendet und natürlich hier 20 neue von denen bestellt. Du brauchst, glaube ich, 32 fürs Komplette, für alle vier Türen. Und hier kostet so ein Ding fast 1,50 Euro, alter Schwede. Und natürlich habe ich erst danach festgestellt, dass ich die natürlich fein säuberlich in eine Kiste hier im Auto gepackt hatte. Ja, also jedenfalls sind das diese Dinger hier und die kommen jetzt hier so rein, also das muss man mit der Zange machen und dann übertrieben gesagt, dass die hier so vorne stehen. Wichtig dabei ist, das hier muss tatsächlich, also diese zwei Spangen müssen tatsächlich so stehen, dass sie auch die Möglichkeit haben, in die Bohrung reinzuschnaggeln, ja, und dann
sich dann innen drinnen wieder auseinanderschnupseln, damit die ganze Geschichte hier auch hält. Probleme sind dann hier solche Spangen, weil mit denen, die muss man auf jeden Fall erst vorher bearbeiten, weil ich hatte es bei den anderen beiden Türen tatsächlich hier, da drückt sich dann eine von den Spangen weg, die ist dann, seht ihr hier, die ist dann nicht im Loch drinnen und dann fallen hier Ausdrücke, Junge, nee, das Video würde wahrscheinlich gesperrt werden. Deswegen will ich es euch einfach ersparen und gleich sozusagen an der Tür drüben mal erklären, wie ich da hier vorgegangen bin. Zur Verdeutlichung einfach nochmal, wie gesagt, ich nehme dann hier die Zange, klemme das so drunter und dann wirklich mit beiden Händen das Ganze hier so fixieren, dass die eben genau so drin stehen. Man muss natürlich vorher gucken, das ist aber jetzt nur bei meiner Nachbarpappe hier so, welche, sag ich jetzt mal, Aussparungen tatsächlich welchen Löchern in der Tür entsprechen. So, das lässt sich jetzt in Summe tatsächlich ein bisschen schlecht zeigen, aber wie gesagt, ich setze die Pappe erstmal so grob an. Orientierung ist ja dann hier auf jeden Fall die Schicht mit dem Fensterheber und Zeug. So, und dann drücke ich die so dran, schon mal, dass die Klipse sicher sozusagen in den Löchern hängen, damit du sie dann nicht brett drückst. Einmal, zweimal, mal kontrollieren, hier oben schon wieder nicht. So, dreimal, viermal. So, und damit hängt. Komplizierter wird tatsächlich die andere Seite, weil jetzt natürlich hier die Bohrungen mehr oder weniger vorgegeben sind. Hier konnte man noch ein bisschen korrigieren, aber naja, wie auch immer. So sieht es jetzt erstmal aus. Also gut, ihr seht es ja nicht. So, und wie gesagt, jetzt dasselbe Spiel hier hinten noch. Da musst du ein bisschen eben wirklich gucken, ein bisschen dran drücken, um zu gucken, dass eben wie gesagt die Klipse nicht neben den Löchern ist und beim Dranduzen dann entsprechend verbohren werden. Jetzt kommt mir auf jeden Fall zugute, dass ich mir das alles ordentlich beschriftet habe. Seinerzeit, also hinten rechts, steht jetzt hier, keine Ahnung, passt ja auch vom Lochbild nur in einer Richtung hier. So, hier auch, hinten rechts. Schön, schön, schön. So. Jetzt setze ich auch, wenn das jetzt ja durch Lavete ist, ich setze jetzt erstmal die Schrauben nur an, weil wir das natürlich dann noch ein bisschen randrücken müssen. Und dann, ja, klappt es auch mit dem Nachbarn. Das sind ja hier die Schichten mit den kleinen Rosetten. Hat Rosette gesagt. Gut, okay. Machen wir das auch weg, den Gag. Irgendwie, ich sag's euch auch ehrlich, verzichte ich da jetzt so ein bisschen auch auf neue Schrauben oder so. Zum einen, wie gesagt, weil ich es einfach nicht eskalieren lassen will. Und zum anderen aber eher eigentlich, weil ich glaube, dass diese Mischung aus alt und neu irgendwie so blöd tatsächlich an dem Auto nicht ist. Ja, also ich weiß nicht, der hat von seiner Grundsubstanz so viel Charakter, ich sag das jetzt einfach mal so, wenn das ein bisschen komisch klingt, dass ich denke, dass dem das nicht schadet, wenn wir das so machen. So, ich drück das jetzt hier ein bisschen hinter. So. Damit ist die Leiste auch dran. So, jetzt gucken wir uns gemeinsam noch den Griff bzw. die Kurbel an, weil ich denke, dass ich euch da auch ein bisschen was zeigen kann. Und dann, ja, zeige ich euch mal was. Man könnte jetzt zur besseren Videodarstellung das Werkzeug ja alles vernünftig wegräumen, aber ihr wisst, das würde den ganzen Flair hier wahrscheinlich ein bisschen stören. Deswegen, das sieht doch bei jedem so aus, sei doch mal ehrlich. Ja. So, ansonsten nehme ich für diese Geschichte hier, ja. Ihr seht das, es ist jetzt nicht vernichtend oder so, ja. Aber, naja, es geht natürlich schöner. Dieses Produkt gibt es in jedem gut sortierten Baumarkt. Kriegt ihr auch bei Thomas Ife Garage im Konsum, wo ihr das kauft, ist von der Sache her egal. Was ich gleich dazu sagen will, natürlich könnte man jetzt die Schicht hier
anschleifen mit irgendwie 1000er oder 2000er Schleifpapier, richtig hier bis in jede Ecke. Dann so eine Sisalscheibe in der Bohrmaschine oder Standbohrmaschine, was auch immer. Und dann hier natürlich richtig Putzbanane. Also richtig derb noch was rausholen. Das sieht dann tatsächlich aus wie verchromt. Aber wie gesagt, Aufwand und Nutzen für diese Geschichte würde ich euch jetzt kurz demonstrieren wollen. Also ich trage das hier quasi einfach ein bisschen auf, das Zeug. Eigentlich brauchst du ja auch nicht so viel, aber das passt schon, denke ich. So, erstmal das alle Stellen. Ich fange jetzt einfach mal hier vorne an, ein bisschen ihr Zeug kriegen. Und dann mit ein bisschen mehr Druck merkst du schon, wie das hier so ein bisschen schmiert, das Zeug. Und wie entsprechend der Lappen dann auch danach aussieht. Dasselbe dann jetzt hier oben auf der Geschichte, auf der Stelle. Immer mal sozusagen den Lappen wechseln. Für die, die es jetzt noch nicht gemacht haben, ja, also alle anderen spulen jetzt. So. Da ist wirklich ein bisschen Druck auf der ganzen Geschichte echt nicht verkehrt. Und jetzt, wenn das so grob vorgereinigt ist, wirklich auch wieder mit Druck das ganze Ding nochmal wie abreiben sozusagen. Und wie gesagt, das auch wieder mit Druck, bisschen vernünftig. So. Und ich meine, ihr könnt jetzt einfach mal nochmal zurückspulen, wie lange das jetzt gedauert hat. Ja. Und ich denke, wenn wir das andere so direkt daneben halten, ist das Aufwand und Nutzen technisch nicht zu überbieten. Ja. Man könnte das jetzt alles nochmal wiederholen, also die ganze Chose einfach nochmal machen. Da wird das Ergebnis dann, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich noch ein bisschen besser, noch ein bisschen feiner. Ja, wenn man das vorher, wie gesagt, ein bisschen anschleift und so, wird es noch krasser. Aber so, für den Zweck, den es erfüllen soll, nämlich, dass es schick aussieht, aber trotzdem irgendwie so diese alte, ich sage jetzt einfach mal, Optik hier behalten soll, ist das, wie gesagt, für mich genau der richtige Weg. So, jetzt mache ich die beiden Rosetten noch und dann die Kurbel. Einfach nur, weil der Vergleich eigentlich auch so cool ist, hier vielleicht auch nochmal schön zu sehen. Da geht was. Na, jetzt gehen wir, sag doch mal was. Hä? Schön. Wieder einmal frei komplett, sehr erhabenes Gefühl, nach wie vor. Ich muss auch ehrlich zugeben, die Seite ging natürlich wesentlich einfacher von der Hand, weil ich die ganzen Fehler von drüben hier nicht nochmal gemacht habe. Und ich hoffe natürlich, dass ich damit jemanden von euch, der da auch so an der Stelle steht oder stehen wird, vielleicht ein bisschen eine kleine Hilfestellung damit geben könnte. Naja, die ganze Knete machen wir jetzt hier vorne nochmal. Und ich denke aber, da brauche ich euch nicht langweilen, was das Thema anbelangt. Und ja, fange damit jetzt quasi einfach an. Und wenn es dann fertig ist, wie es aussieht, wisst ihr ja auch. Das mit den Türen ist jetzt soweit alles fertig, beziehungsweise mit den Verkleidungen. Ich habe mich jetzt nochmal um die Schlösser hier und da gekümmert. Ich glaube, das ist auch sehr interessant für den einen oder anderen. Also wer möchte, dass das Schloss hier halt gerade steht und man zum Aufschließen das halt so machen muss. Ich habe das so gemacht, dass das neue Schloss auf zugestellt war oder ist und damit ja dann dieser Nupsi hier unter dieser Nase klemmt. Ja, so. Und meine Schlösser, die ich gekauft habe, die haben hier auf der Oberseite auch so eine kleine, das sieht man jetzt nicht, weil das hier dahinter ist, so eine kleine Perforierung. Deswegen weiß man quasi, was oben und was unten ist. Und so gehört es dann einfach rein. Ja, also das ist ja jetzt hier noch die leichte Übung. Ja, zu. Hier gehört noch eine Dichtung dazwischen. Die habe ich aber nicht, die muss ich erst noch besorgen. So, und damit das hier so funktioniert, wie es soll, das hat mich Nerven gekostet, ja. Also, als erstes kommt das Schloss mal so dran. So, dann hast du hier diesen kleinen Haken. Wenn das Schloss hier komplett draußen ist, ist dieser Haken vorne. Um das überhaupt richtig einbauen zu können, muss quasi dieser Schnapper hier, dieser Haken nach hinten gedrückt werden. Das kannst du dann hier vorne mit dieser Geschichte, das kann man noch so nach oben drücken, entsprechend arretieren. Ja? Und dann kommt dieser Hebel so dran, dass wenn du aufschließt, der hier
die Tschietsche freigibt. Ja. Wenn das Schloss verkehrt rum drin ist, also sprich, wenn der Schlüssel draußen ist, genau verkehrt rum steht, dann kann es auch sein, dass hier dieses Unterteil verkehrt rum, 180 Grad verkehrt rum drin ist. So war es bei mir nämlich. Hier sieht man es dann ganz schön. Seht ihr, hier oben hat er wie so eine kleine Erhebung, dass man weiß, dass das hier oben ist. Ja. So, weil nur so, ja, weil ich habe das Ding halt zugemacht und so, da hat der Schnapper hier gestanden, oder hier diese, weiß ich nicht, das Teil sonst wo gestanden und na klar, wie soll der hier irgendwas aufdrücken, wenn man nicht weiß, dass der was aufdrücken soll. Ja, deswegen hatte ich mich erfolgreich, wie gesagt, das erste Mal hier ausgesperrt bei der Geschichte. So, und jetzt ist das aber alles genauso, wie sich das gehört. Bisschen abziehen, fertig. I'm a free fry. So, damit haben wir jetzt wirklich alle Baustellen, die wir hatten. Die Schlösser, die ganzen Türpappen, alles was innen drin ist und so, tatsächlich erledigt. Manfred, pass auf! Pass auf! Das ist mir jetzt jedenfalls auch noch aufgefallen, ist halt echt schade. Hier war schon Bezug drüber, an der Lehne halt nicht. Das ist halt ein bisschen blöd, aber das Thema hat man ja nur schon tausendmal. Ich hatte jetzt jedenfalls hier mit dem Fachbereiter meines Vertrauens nochmal gesprochen. Er sagt, es ist mehr oder weniger zwingend notwendig, diese ganzen Embleme hier zu entfernen. Also werde ich das jetzt tatsächlich auch machen noch, damit der ganze Knet dann entsprechend der Politur nicht im Wege steht. So, jetzt als nächstes, wie gesagt, kümmere ich mich jetzt nochmal um die Vorderachse. Also ich habe auch logischerweise gefunden, was schleift, nämlich der Reifen am Kotflügel. Ich denke mal hier auch relativ mittig. Zwei Sachen zu diesem Thema. Also ich werde jetzt nochmal wie beim Coupé meinen Bürtelkolli ansetzen, die Kante versuchen ein bisschen zu bürteln, gucken, ob das was bringt. Und wenn nicht, ist mir ja tatsächlich eingefallen, ich habe ja sturzverstellbare Querlenker vorne drin. Ha! Da stelle ich einfach ein Stückchen Sturz zu und ist gut, haben wir es wieder. Manchmal, ja, muss man eben einfach ein Fuchs sein und braucht nicht nur einen langen Schwanz. Also, jeder betet es aber. Gut, das ist ein anderes Thema. Genau, das wäre jetzt meine Strategie für diese Geschichte. Dann fliegen die Spritzlappen ab, egal ob da Fans davon existieren oder nicht. Mein Fall ist es nicht. Mich nervt das tierisch hier, wenn du immer nicht weißt, schleift irgendwas wirklich oder sind es diese hässlichen Lappen. Und dann ist er tatsächlich bereit für die Politur. Okay. Hätte nicht gedacht, dass die 6-Volt-Fraktion tatsächlich so viele Spritzlappenliebhaber hat. Aber es tut mir leid. Ich habe mir auf jeden Fall vorne nochmal den Kotflügel angeguckt. Und hier sieht man es relativ deutlich, wo das Rad geschliffen hat. Komischerweise auch nur auf der Seite, nicht auf der anderen. Und deswegen würde ich da jetzt hier die Bürtelzange nochmal ansetzen. Und genau wie beim Coupé einfach hier ein Stückchen Platz machen. Wenn das, wie gesagt, nicht funktioniert, regeln wir das Ganze über den Sturz der Querlenker. So, ich denke, man sieht das wirklich gut, wo wir die Kante hier umgelegt haben. Direkt jetzt quasi hier in der Mitte. Echt, das sieht so gut mit dieser Zange. Das ist echt der Wahnsinn. Also, wo jetzt halt vorher hier die Geschichte irgendwo da steht, so wo mein Finger ist, haben wir es jetzt halt schön einfach ganz sauber rumgeklappt. Ja, ich versuche das mal von so einzufangen. Sieht man das ein bisschen? Na, ich hoffe es. Halbwegs. Also wenn, ist es wie immer haarscharf knapp. Also er würde jetzt, wenn ich jetzt noch weiter einfedere, schon noch schleifen. Ja, also hier hinten ist alles was geht, da haben wir ja aber ja keinen Stress. Ich schlage jetzt nochmal in die andere Richtung ein. Und dann gucken wir mal, wie es in der Richtung noch aussieht. Weil ich glaube, wie gesagt, nicht, dass er jemals in so eine Lage kommt, dass er so krass einfedert tatsächlich. Aber das würde ich dann einfach in Anführungszeichen rausfahren. Und wie gesagt, zur Not müssen wir halt noch ein bisschen TÜV, Sturz nachstellen. Ja, hier. Ähnliches Bild, weil ich sagen muss, hier Lichter glaube ich schon auf. Schwierig!
Ich würde es auf jeden Fall trotzdem erstmal so lassen. Wie gesagt, ich will erst mal fahren. Das ist ja auch verdammt viel Federweg und naja, ihr wisst schon, ja. Bevor wir jetzt noch ein Stückchen Sturz reinstellen. Und das habe ich ja von meinem Freund Jesko Weiß, Performance, gelernt. Bevor wir irgendwas mit Sturz machen, versuchen wir es irgendwie anders zu lösen, damit es halt ein bisschen auch aussieht. Gut, ich wollte es euch jetzt an der anderen Seite einfach noch mal zeigen. Ja, also ich gehe jetzt immer mit dem Heißluftföhn hier lang. Ist schon schön warm. Wie gesagt, nicht zu warm, dass euch nicht hier der Lack aufbläst. Und dann habe ich hier, wie gesagt, meine schöne Zange. Und dann kannst du hier wirklich nach und nach schön an der Kante lang gehen. Immer erst nur ein bisschen. Logisch. Ja, wir formen ja mehr oder weniger kalt um. Und dann nachher, was ich, wenn wir jetzt gleich eine Runde rum sind, dann stelle ich die Zange einfach ein Stückchen weiter an. Und dann können wir sozusagen dann noch weiter rumdrücken. Das mache ich jetzt eigentlich nur die zwei Runden hier. Immer wie gesagt nur ganz kleines bisschen, dass der Lack nicht reißt. Ja, hier mit diesem schönen Teil hier, mit diesem Gummiteil, zerkratzt sie halt auf dem Kotflügel nicht. So, und jetzt bin ich, wie gesagt, so die erste Runde mehr oder weniger rum. Mach das jetzt nochmal warm und wiederhole das dann nochmal, dass die Kante halt richtig ran ist. Und dann ist auch die Seite fertig. Als letzte Arbeit jetzt tatsächlich vorm Polieren versuche ich jetzt doch noch diese Steinschlagecken hier abzukriegen. Ist ja einfach immer nur, ob hier uns das wegbricht oder nicht, deswegen ist das ein bisschen heikel. Aber ich probiere es trotzdem, weil dann sind wir wirklich so weit, dass wir sagen können, wir sind bereit für die Polieraktion. Ja, also Blinkheber muss ich wahrscheinlich noch wechseln, Lenkrad muss noch fest, Tacho muss noch fest, also Armatur. Aber das sind, glaube ich, so Sachen, ja, das sind dann eher so die Feinheiten, sage ich jetzt mal. Und damit endet auch leider Gottes schon diese Folge. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich geplant hatte, in dem Video alles das, was wir jetzt gemacht haben, plus die Aufbereitung so ein bisschen thematisieren. Aber ich glaube, dass gerade die Geschichten hier mit den Türverkleidungen und den ganzen Schlössern vielleicht doch nochmal als separates Video für diejenigen, die es vielleicht interessiert oder die es mal nachmachen wollen, besser geeignet ist, als wenn wir das alles hier so vermauscheln. Deswegen hoffe ich, dass wir dann beim nächsten Mal uns über diese Geschichte zum Thema Aufbereitung noch ein bisschen unterhalten können und dann vielleicht in ein paar Wochen das Auto so fertig ist, dass wir mit unseren roten Nummern hier wirklich mal eine vernünftige Probefahrt machen können und das Ding auf Herz und Nieren testen können, gucken, ob alles funktioniert und so weiter und euch dann natürlich hoffentlich mit den finalen Bildern von diesem Projekt hier entsprechend verzaubern können oder was. In diesem Sinne, schönes langes Wochenende für alle, die es haben. Wir haben es, von daher, ja, bis nächste Woche, macht's gut.